Geht's nicht. Der Herr Zerzug ist drinnen. Kaiserliche Hoheit, ich bitte bemerken zu dürfen. Lassen wir lieber Ausreden, gibt's nicht. Ich bitte zu bedenken, Kaiserliche Hoheit. Bedenken. Ein paar Flaschen, Benediktiner. Das ist ja nicht bloß wegen der Beschaffung, sondern die Transportschwierigkeiten. Es fehlt an Waren, Kaiserliche Hoheit. Na, lieber Strehhofer, ich kenne Sie doch, Sie machen schon, haben Sie immer gemacht. Da wäre doch noch ein Platzerl frei, ne? So für dich, Kaiserliche Hoheit. Aber erst immer den Benediktiner haben, erst dann. Ich habe da noch gewisse Stellen in Wien, Kaiserliche Hoheit. Na also, Strehhofer, es geht ja. Wo ist denn Durchlacht, die Prinzessin? Im Büro ihrer Durchlacht, Kaiserliche Hoheit. Dankeschön. Na und? Ja. Da müssen wir halt eine Lastwagen organisieren. Die Betten habe ich ja. Die stehen in Wien am Ostbahnhof. Es ist lediglich eine Frage des Transportes. Natürlich. Nur. Bitte. Ah ja, danke schön. Ja, was glaubt, liebe Gräfin, was ich ja rumtelefoniert habe? Aber das Armee-Oberkommando darf mir halt immer die Front. Geht vor. Aber liebe Durchlaucht, ich kann doch die Matratzen für die armen Kerle nicht auf den Boden legen. Muss eben doch die Kaiserin verständigen. Das ist zwar nicht gern. Sie nimmt mir das übel, dass ich damals von ihr weggegangen bin. Ja, bitte schön. Seine Kaiserliche Hoheit, der Herr Erzherzog. Natürlich, stör. Nee, der Hofmann. Wenn man zur Prinzessin kommt, wird man auf die Gräfin etwas stärken. Wie geht's Ihnen, Schutzbefohlen? Schlecht. Haben keine Betten. Ach, was höre ich da? Ja, ja, Kaiserliche Hoheit. Wäre an der Zeit, dass Sie die Inspektionsgänge, dass die Spitäler wieder aufnehmen? Gehen Sie, Gräfin, geben Sie mir jetzt erst auf die Liste. Ja, Dankeschön. Sie werden dabei selber davon überzeugen, aber Frühchen, kommen Sie, nehmen wir doch Platz. Ja, Dankeschön. Das ist ja ein ganzes Register. Ja. Furchtbar, wirklich furchtbar. Jeden Vormittag und Nachmittag die ganze nächste Woche. Ja, schließlich sind Kaiserliche Hoheit Generalinspektor. Naja, allerdings und außerdem, wenn Sie befehlen, muss ich ja gehorchen. Sozusagen meine vorgesetzte militärische Stelle. Aber, da habe ich mir was angerannt, dass ich durchlaucht hierher kommandiert habe. Und dann muss ich mir noch die Vorwürfe von der Kaiserin anhören, dass ich hier die Hofdame ausspanne. Steht mir recht. Na, die dienstlichen Belange waren ja auch fürchtig nicht allein ausschlaggebend bei meiner Kommandierung, oder? Das wird mal erraten. Ein bisschen habe ich auch auf Ihre Klavierkünste spekuliert. Mhm. Da habe ich übrigens gleich ein Attentat auf Sie vor am nächsten Donnerstag. Die übliche Einladung der Herren meines Staates. Sind Sie da? Gern. Sehr freundlich. Darf ich Sie ankündigen? Besondere Überraschung des Abends am Flügel Ihrer Durchlaucht. Prinzessin Henriette von Battenstein. Ja. Jetzt entschuldigen Sie mich. Ich konstatiere mit Vergnügen, dass seine Kaiserliche Hoheit die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Wozu werden auch sonst meine Tante eingetroffen? Die kann es ja nicht laufen. Sie will mir halt unbedingt unter die Hauben bringen. Danke, danke, lieber General. Ich weiß ja, wo ich hier bin. Wollen wir gleich durchgehen? Bitte, Gehorsamsverteidigung. Es ist allerdings noch Besuchsstunde, Kaiserliche Hoheit. Ach, du nichts, jetzt gerade erwarten können, Ihre vorzüglich geleitete Organisation bewundern zu dürfen. Besucht werden mich gar nicht. Kaiserliche Hoheit, ich danke vielmals. Die Betten sind eingetroffen. Sehen Sie, nur ein bisschen Geduld. Haben Sie eine Ahnung, wo die Betten auf einmal herkommen und ich davon nichts machen können? Aber ich? Bitte, Kommod. Gehorsamszimmer 27 Offizier. Mein lieber Major, Ihnen geht es ja schon wieder ausgezeichnet, wie ich sehe. Danke, Gehorsamskaiser. Na also.
Sie sind ja Hose, Herr Leutnant. Ja. Violinkünstler in Zivilberuf? Im Nebenberuf, Kaiser Joachim. Ich bin Kapellmeister, aber jetzt seit 2 Jahren Soldat. Kaiser Joachim, Leutnant der Reserve Rheine vom Infanterieregiment 81, stellt sich gehorsamst vor. Rheine? Ist das nicht der ehemalige Kapellmeister von der Hofoper? Ja, ja, das ist auch interessant. Ihr Sohn, ja? Nein, Kaiserliche Hoheit, der Sohn meines Kompaniekommandanten. Kaiserliche Hoheit, Militärkurs am Peter Lechner, Sohn von Hauptmann Leopold Lechner, Infanterieregiment Nummer 81. Werner. Na, mein Lieber, wie geht's Ihnen denn? Ich werde morgen entlassen. Was entlassen? Na, da müsste ich doch auch was wissen. Aus dem Spital, Herr Generalstaatsanwalt. Ach so, aus dem Spital. Sie kommen nämlich noch 14 Tage in ein Erholungsheim. Wo haben Sie sich denn die Verwundung geholt? Ein an sich unerheblicher. Der Herr Leutnant Rhein ist als Kommandant einer Patrouille in die feindlichen Gräben eingesprungen und hat ganz allein 11 Fange gemacht und 4 Züpfer. Habe ich noch jemanden gefragt, Peter? Na, da wäre noch ein Platz am Fall. Kaiser Johann, solche Unternehmungen sind sehr häufig in unserem Frontabschnitt und bedürfen keiner besonderen Auszeichnung. Könnten wir den Herrn Leutnant jetzt vielleicht im Theresienheim unterbringen? Na, eine ausgezeichnete Idee, Durchlauf. Das wäre nämlich ganz in der Nähe von uns. Ich residiere im Schloss Kronenburg. Da könnten Sie vielleicht hier und da so viel Musik für uns machen. Ach, so bestimmt ich gerne. Also. Bitte schön, Herr Leutnant. Dankeschön. Und du musst natürlich auch ein Packerl haben. Dankeschön. Ich schicke meinen Vater ins Feld. Der ist lieb. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Monate, glaube ich. So, Vater. Sind Sie dabei gesund, oder? Infanterie Sturm meldet sich gehorsamst zum Urlaub ab. Nein. Ihr pressiert's aber. Wird gleich dunkel werden, Herr Hartmann. Na gut. Haben Sie Glück gehabt, dass der Leutnant Rainer länger wegbleibt. Jawohl, Herr Hartmann. Und wenn er früher zurückkommt als ich, übernimmt Matre den Dienst beim Herrn Leutnant. Schön. Dann schaust du, dass du weiterkommst, Schober. Und pünktlich wieder zurück. Du weißt schon. Und die Alten brauchen wir jetzt an jeden. Jawohl, Herr Hartmann. Warten wir kurz eine Dung? Nach Kronenburg geht's doch rechts ab. Ja, wir fahren am Theresienheim vorbei, liebe Tante. Ich muss nämlich dem Leutnant Rainer unbedingt die Noten bringen fürs Konzert. Die Noten hättest du doch auch durch eine Ordonnanz schicken können. Na, es wird ja nicht lang dauern. Weißt du aber gar nicht, der Herzog erwartet uns doch. Prinzessin. Grüß Sie Gott, Herr Leutnant. Gut, dass Sie es getestet. Ich bringe Ihnen die Noten. Dankeschön. So gütig. Aber die hätten Sie noch nicht selber bringen müssen. Natürlich. Sie müssen mir doch sagen, was spielen wollen. Sie haben doch nur zu befehlen, das glaube ich. Ja. Das ist jetzt so förmlich. Ich bin ja schließlich eine Dilettantin und Sie. Oh. Ich bin überzeugt, dass Sie eine ausgezeichnete Pianistin sind. Deshalb können Sie die Noten ruhiger mal anschauen. Ja. Na, wie gefällt Ihnen? Sehr gut. Ist natürlich ein bisschen anspruchsvoll, was Sie sich da ausgesprochen haben. Also Sie sind damit einverstanden? Ja. Das gefällt mir. Ja, müssten wir nicht vorher ein bisschen üben? Selbstverständlich, sehr gerne. Wir stehen jederzeit zur Verfügung. Wann denn? Morgen? Ja, bitte. Gut. Aber schön haben Sie es hier. Ja, fast so schön. Man könnte träumen, hinter diesen Mauern wäre Frieden. Natürlich. So soll es ja auch hier sein. Manchmal ist es besser, nicht zu träumen. Also gehen Sie ins Institut, Herr Leutnant, und kommen morgen Nachmittag um 16:30 nach Kronenburg, ja? Hier und hier. Vorsicht. Franz? Jetzt geben Sie mal die Einladungsliste über Neuenburg. Bitte. Danke. Ja, sehr hübsch, Franz. Jetzt lege ich die Einladungskarten aus und wenn noch jemand dazukommt, sollte er entfernen, ich habe hier mal Arrangement. Wie kaiserlich aber jetzt befehlen. Was ist denn das? Herr Oberstleutnant Frühberger sollte doch einen kurzen Vortrag über die militärische Lage halten. Wozu denn? Wie meinen das, kaiserlich Johann? Wir kämpfen doch augenblicklich nicht mehr an der militärischen, sondern auch an der politischen Front. Sieh noch, der junge Kaiser ist da. Außerordentlich aktiv. Hallo, ihr Zweiter. Weg damit.
Und das? Was machen Sie denn hier? Der Klavierstimmer. Der Klavierstimmer? Ach so, das Konzert. Na bitte, lassen Sie sich gar nicht stören. Machen Sie ruhig weiter. Aber die Tür hier, die machen wir zu. Liebes Kind, du kennst mich. So kann ich mich nicht irren. Wenn ein Mann wie der Herzog in der jetzigen Zeit mir solche Andeutungen macht, worüber lachst du denn schon wieder? Ich lache ja gar nicht. Ich sehe dich doch ganz deutlich im Spiegel. Du, aber liebe Tante, hältst du denn die Zeit überhaupt für eigens für derartige Pläne? Was hat denn die Zeit mit deinen Heiratsplänen zu tun? Außerdem, mir kannst du doch nichts vormachen, Henriette. Für wen machst du dich denn so schön? Für mich? Herr Leutnant. Darf ich bitten? Dankeschön. Ja, was ist denn? Der Herr Leutnant Reiner wartet im Musiksalon. Auf Klavier spielen können Sie sich ja selber begleiten. Technisch leider unmöglich, durchlaucht. Leider? Durchlaucht? Ja, leider hat es leider gesagt. Sie scheinen ja wenig Wert auf meine Partnerschaft zu legen. Aber nein, sowas wirklich nicht gemeint, durchlaucht. Na, also lassen wir. Grüß Gott. Ich bin schon so ein alter Krieger geworden, dass ich derartigen Situationen gar nicht mehr gewachsen bin. Entschuldigen Sie meine ungeschickte Konversation. Okay, das ist doch eine Übungssache. Ich höre hier täglich ganz dumme Menschen hervorragend Konversation führen. So unwichtig. Das beruhigt mich durchlaucht. Muss ich das so langsam nehmen? Nein, wie soll ich denn nehmen? Genau, wie es hier steht, alle drauf. Sie sind aber streng, Herr Kapellmeister. Also, Allegro. Sie sind doch dran. Achso, ja, schon. Also spiele weiter. Ja, 6:08. 1.
Zum Schluss habe ich gefragt, müssen wir nochmal üben? Sehen Sie, das ist eben auch wie mit der Konversation. Alles nur Übungssache. Ja, nein. Dazu müssen wir geboren sein. Verzeihung, der Schlaf der Leuchter. Soll ich auch gleich die Fensterläden schließen? Nein. Wozu denn? Sorgen Sie lieber dafür, dass niemand mehr stört, ja? Ja. Den Herrn haben wir jetzt aber tief gekränkt. Das sperre ich am besten zu, der Schlaf. So habe ich zwar nicht gemeint. Aber jetzt bleiben wir wenigstens bestimmt ungestört. Hoffentlich sperrt der Herr gelegentlich wieder auf. Wenn es abkommt, das Zimmer hat ja noch mehr Türen. Weil der kaiserliche Welt. Na ja. Hallo, Ihr Gaston. Ja, bitte. Kaiserliche Hoheit wird persönlich gewünscht. Wieso denn? Wer denn? Büro des Flügeladjutants. Selber Baron? Ja, ich bin schon. Was ist denn? Achso, einen Augenblick bitte. Ja, bitte, wollen Sie jetzt sprechen? Ja? Und da wollen Sie zu mir halt? Oje, oh, je. Naja, aber selbstverständlich. Also Majestät, und wie viel darf ich noch erwarten? Ach, nein. Was, beim Sixtus? Ach so. Nicht schlecht. Aber bitte, wir doch darf nicht am Telefon sprechen. Ja, also ich bringe alles in Ordnung. Hausapparat, Adjutant. Wollen wir den zweiten Satz nochmal durchspielen? Ja, gern. Bitte den Schlafsfeldwebel. Reden Sie sofort. Herr Leutnant. Herr Rittmeister, fehlen. Hören Sie, Binder, die Einladung fällt aus. Sie sagen ab. Jawohl, Herr Rittmeister. Gut. Mit welcher Begründung? Sag, was du willst, es wird doch schon irgendwas einfallen. Naja, hoffentlich. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie sind eine sehr gute Pianistin. Und eine bezaubernde Frau. Also, pass auf, du Trottel. Hast du immer den Gärtchen und Pavillanstück? Leitung angeschlossen, Herr Feldwebel. Stimmt ja nicht. Himmel, Herrgott, noch einmal. Und jetzt stecken Sie um, bitte. Probeverbindung. Ab, drei. Ja. Was machen wir denn da? Gehen? Ja, ich würde die Zeit nicht mehr länger in Anspruch nehmen. Das Konzert beginnt erst in einer Stunde. Und macht ja nichts. Sie sehen doch, ich bin schon umgezogen. Wollen Sie nicht ein bisschen Gesellschaft leisten? Natürlich. Störe ich wirklich nicht? Aber gar nicht. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Brauchen Sie? Ja, gern. Achso, Sie haben keine Zigaretten da. Ja, hier sind leider auch keine. Das macht doch nichts, ich rauche sowieso nicht. Also dann erzählen Sie mir was. Ich möchte gern viel von Ihnen wissen. Also, was soll ich Ihnen denn erzählen? Na, irgendwas Nettes. Was Nettes? Das kann man von der Front Nettes erzählen. Ich bin Soldat, wie alle anderen auch. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass ich das Glück habe, jetzt hier bei Ihnen zu sitzen. Werde meine Kameraden draußen vielleicht im Trommelfeuer stehen oder einen Sturmangriff haben. Sie denken wohl oft an die Front zurück. Ja, so ganz natürlich. Natürlich? Ich glaube, das ist so, wenn man an der Front ist, dann denkt man immer an die Heimat. Und wie nett das wäre, wenn man mit einer Frau plaudern könnte. Ist nicht so? Ja, ja. Wenn es dann endlich soweit ist, dann denkt man wieder immer an die Front und wie schön es deinen Kameraden ist. Nicht immer. In die Wiener? Nein, meine Eltern wohnten in Graz. Ich glaube, ich darf hier ein... Will ich
ein Jagd von meinen Eltern. Aha, nicht. Nee. Ja, leben Ihre Eltern noch? Nein. Meine auch nicht mehr. Der Waisenkinder. Alle Posten in die Wachmannschaft haben sich hier im Wachlokal aufzuhalten. In 5 Minuten bin ich wieder hier. Na, das 30 von Ihnen schon eine ganze Menge. Und Sie wissen von mir gar nichts. Oh doch, ich weiß auch von Ihnen eine ganze Menge. So? Was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Sie sehr hübsche kleine Hände haben. Wirklich wunderschöne Augen. Aber das hat man Ihnen ja schon oft gesagt. Weil aber Neumanns bleiben hier an der Vorzimmertür stehen, bis ich Sie selbst ablöse. Zu Befehl, Kaiser Joachim. Ich brauche Sie erst auf Ihren Dienstleiter aufmerksam zu machen. Alles, was in den nächsten Stunden hier geschehen wird, muss streng geheim bleiben. Gewiss, Kaiser Joachim. Schön. Und nur noch so vorsichtig die anderen Gangtüren zusperren. Schade, dass Sie so weit weg müssen. Wann müssen Sie denn weg? Morgen oder übermorgen. Schon? Schade. Sehr schade. Dass auch ich Sie gerne wiedersehen möchte, Prinzessin, das dürfen Sie mir glauben. Jetzt hat er die Tür auch absperrt. Wer? Der gekränkte Herr von vorhin, der das Licht gebracht hat. Ich glaube, ich schau doch mal nach. Merkwürdig. Wie besorgt, Sie sind um einen guten Ruf. Wirklich rührend. Aber Sie brauchen gar keine Angst haben. Bleiben Sie noch immer die Tür. Was ist denn heute los? Bei die Standarte des Kriegsministers. Ja, das ist doch der Obersthofmeister seiner Majestät. Das bedeutet ja, dass der Kaiser da ist. Jetzt kommt mir das alles aber sehr merkwürdig vor. Ich glaube, es ist besser, wir gehen. Aber meine Herren, darf ich Sie bitten, einen Augenblick hier im Vorzimmer zu warten? Nicht, um Gottes Willen. Da drin ist ja Prinz Sixtus von Parma. Sixtus? Das ist nicht der Bruder der Kaiserin, aber der ist doch belgischer Offizier. Also, Sie werden hier sein, jetzt Majestät nennen. Danke. Ich will Ihre Hoheit, bevor wir mit Majestät konferieren, eine private Frage. Was für Vollmachten haben Sie? Vollmachten? Aber, Exzellenz, es handelt sich um eine geheime Angelegenheit. Ich habe aber einen Brief dem Ministerpräsidenten von Frankreich. Einen Augenblick. Voilà. Wieder Kontakt? Danke, danke, das genügt. Verzeihen Sie, ich verstehe nicht recht. Wollen Sie damit antworten, dass der Kaiser und der Prinz sich um einen Sonderfrieden bemühen? Ja, also so weit sind wir noch nicht erschlenkt. Zunächst müssen wir versuchen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Einen Waffenstillstand? Ja, ja. Ohne unsere deutschen Bundesgenossen zu verständigen, ist doch wohl nicht Ihr Ernst, kaiserliche Hoheit. Aber Exzellenz, bitte zu bedenken, Österreich steht auf dem Spiel. Also wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals hierher gekommen. Habsburg steht auf dem Spiel, Exzellenz. Ja, ja, kaiserliche Hoheit, der General Quatsch, sich auf Interesse schafft, und auf Interesse Österreich. Das ist wohl keine Frage. Évidemment, Eisenburg, die Leute riechen bevor uns. Dann bitte ich seine Majestät mitzuteilen, dass ich darum bitte, mich von der Teilnahme an dieser Geheimverhandlung allerwegs befreien zu wollen. Herr General, meine Herren, was hier getrieben wird, ist unteraus gesagt Verrat. Dafür gebe ich meinen Namen nicht her. Entschuldigung, doch, doch, Sie irren sich, ich kann. Kaiserliche Hoheit. Unverschämtheit. Schnell als möglich hier raus und zurück, zurück. Sie dürfen nicht an die Front zurück. Und wenn es mir zu lieb ist, Sie dürfen auch jetzt nicht an die Front zurück. Prinzessin, ich weiß, wohin ich gehöre. Es ist sehr lieb von Ihnen. Wie lange sind Sie schon hier? Seit heute Nachmittag. Was machen Sie hier? Wir haben hier geübt, das Konzert. Da hatten wir uns eingesperrt und scheint unsere Anwesenheit vergessen zu haben. Dann dürften Sie ja einiges gehört haben. Das war nicht zu vermeiden, kaiserliche Hoheit. Das war nicht zu vermeiden, natürlich. Ja, dann bin ich genötigt, Ihnen zu befehlen, mir Ihr Ehrenwort zu geben, dass Sie über alles, was Sie hier gehört haben, unverbrüchliche Stillschweigen bewahren, auch gegen Ihre militärischen Vorgesetzten. Leutnant? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, kaiserliche Hoheit. Danke. Sie, Prinzessin, möchte herzlich bitten, dass Sie mich bei Majestät nicht in eine peinliche Lage bringen. Auch Sie haben nichts gehört und nichts gesehen. Ja, und
Das Konzert muss ich ja leider absagen. Da Sie ja an die Front zurückkehren, ist an eine Wiederholung nicht zu denken. Ich bedauere das umso mehr, als ich überzeugt bin, dass die Prinzessin und Sie sich inzwischen schon ausgezeichnet aufeinander eingespielt haben. Mehrmals einen besonderen künstlerischen Verlust erlebt. Bitte gedulden Sie Ihren Augenblick, ich lasse sofort aufsperren. Werden Sie mich vergessen? Wie könnte ich das? Blauen Salon servieren und dann sofort verschwinden. Verstehe, jetzt beginnt der heitere Teil der Tafel. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was? Du? Ja, mit dir habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Er hat mir nicht meine Geruhrsams bei den Einrücken aus dem Spital. Bissel blass sieht's noch aus. Aber bei uns kriegst du schon wieder die richtige Grundfarbe. Ich wollte mir gerade ein bisschen hinlegen. Geht? Mach doch einmal die obere Handgranatenkiste auf. Links in der Ecke. Hast du das? Nein. Für die Handgranaten weg. Siehst du das? Ja! Das dürfte ein sogenannter Original-Slivovitz sein. Komm, Brandl, setz dich her. Jetzt feiern wir Einstand. Dieser Slivovitz hat nämlich eine ganz merkwürdige Eigenschaft gehabt. Der ist so ungeheuer schnell verdunstet und ist von selber immer weniger geworden. Dann habe ich ihn experimenthalber in die Handgranatenkiste gesteckt. Jetzt ist Ruhe. Servus, Franzl, altes Frontschwein. Du redest ja gar nichts. Darf ich mal was sagen? Ich freue mich halt, dass ich wieder da bin. Herr Hoffmann, der Tee. Kannst du uns gern haben mit deinem Tee. Wir haben jetzt was Besseres. Und wir hätten noch mehr, wenn du uns nicht die Hälfte von dem Slivovitz ausgesoffen hättest. Ah, na, Herr Hoffmann, das muss der Schober gewesen sein. Die Flaschen liegt da immer hinten in der Kiste für die Handgranaten. Woher weißt denn du das? Goldi! Da sieht dir dein Bub. Der Peter! Wie geht's ihm denn? Er hat mich besucht. Netter Kerl. Bitte mal ganz der Vater. Schon klar. Wo hat er denn die aufgetrieben? Wie er bei mir war im Spital, da haben wir alle so ein Packel gekriegt. Na ja, weißt du, wie das ist. Liebesgabenkomitee, so Patronatsdamen. Ja, da schreibt er schon. Eine Prinzessin hat es bekommen. Kennen wir schon, die alten Schachteln. Ja, da hast du recht. Die kennen wir schon. Schlossen so blöd? Naja, zu machen ist es ja eigentlich nicht. Liebes Kind, du musst an die Zukunft denken. Die Lage ist ziemlich düster. Und eins ist klar. In den nächsten Jahrzehnten werden österreichische Prinzessinnen wahrscheinlich nicht sehr gefragt sein. Hörst du mir eigentlich zu? Natürlich. Du hast ganz recht, liebe Tante, wenn man die Sache materiell aufpasst. Heiratssachen kann man gar nicht materiell genug aufpassen. Du weißt doch, dass ich dir außer dem Monogramm mit der Fürstenkrone nur wenig hinterlassen kann. Aber Fürstenkronen auf Sackleinwand gestickt, haben den Glanz verloren. Ja, ich weiß. Aber heirat du doch den Erzherzog, wenn du so begeistert bist von ihm. Also immer wenn du eine klare Antwort geben sollst, weißt du mir aus. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ja? Du glaubst, ihr habt ihren Auftrag leider nicht erfüllen können und der Leutnant Reiner ist nicht mehr im Erholungsheim. Wieso denn? Der Leutnant ist wieder an die Front kommandiert. So. Dankeschön. Na, was für ein Verwandten, die? Das ist der übliche Ding, Herr Major. Ja, 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 ja.
Kaiser Lechner noch mal. Aber nehmen Sie einen verlässlichen Patrouillenführer. Die Division ist besonders scharf drauf, rauszukriegen, was drin los ist. Den schlagen Sie ihn vor. Vielleicht bin ich gewusst, warum nicht ich? Du? Du bist doch eben erst zurückgekommen. Ist das ein Grund, wenn der Herr Major einverstanden sind? Tja, wenn Sie wollen. Das ist eine Angelegenheit von 5 Minuten. Also Hauptzweck ist, es sollen Gefangene eingebracht werden. Naja. 9:04 Sperrfeuer, 9:05 setzt das Sperrfeuer aus. Sie springen aus dem Graben. Wer ist denn dort? Ach so, verzeihung. Bitte doch, Leute. Ich habe Ihnen von seiner kaiserlichen Hoheit ein Fernschreiben durchzugeben. Wie? Ja, Telegramm. Notieren Sie. Also ich danke Ihnen, Herr Leutnant. Ich habe eine Unternehmung auf uns ausgezeichnete Aufschlüsse gegeben. Ich setze bitte gewusst, dass mich verabschieden Sie. Moment noch, Herr Leutnant. Bitte, Herr Leutnant. Geben Sie ja die Überraschung für den Herrn Leutnant. Fernschreiben vom AOK. Seine Majestät, der Kaiser, haben dem Leutnant der Reserve Franz Weiner des Infanterieregiments 381 das Militärverdienstkreuz 3. Klasse verliehen. Exzellenz, er hatte Chance. Zauberei. Gerade wollte ich Sie eingeben wegen Ihres tapferen Verhaltens. Da kommt mir die höhere Stelle zuvor. Ich gratuliere herzlich. Exzellenz, ich danke gehorsamst. Na, so besonders freut sich der ja nicht. Exzellenz, melde gehorsamst Fernschreiben vom AOK, ja? Der Leutnant der Reserve Franz Reiner des Infanterieregiments 381 ist sofort in Marsch zu setzen und hat... Was ist das? Schon wieder der Leutnant rein? Aber kaiserliche Hoheit, das muss ich doch feststellen lassen, wo das Mädel hingefahren ist. Ja, natürlich, das sage ich ja auch. Das sage ich ja auch, lieber Bender. Man könnte durch ein Rundtelegramm, wir haben ja die Wagennummer, aber das würde Aufsehen machen. Aber warum würde das Aufsehen machen? Die Meldung geht dann an mich und wir behandeln die Sache diskret. 12 Stunden ist sie jetzt weg, wenn nur nichts passiert ist. So, mein Lieber, bis dein Verdienstkreuz eintrifft, gebe ich dir meins. Du musst doch da hinten ein bisschen nach was ausschauen. Bitte, Bodin, lass das. Den Orden trage ich sowieso nicht. Was willst du denn damit sagen? Weil ich ihn nicht für meine Leistung bekommen habe. Na, hör mal, die Hotzbull. Diesen Orden habe ich fürs Maul halten bekommen. Über was sollst du denn das Maul halten? Kann ich dir nicht sagen. Eben, weil ich das Maul halten muss. Jetzt, wo es hier losgeht, holen sie mich weg. Ich möchte bloß wissen, was ich da hinten soll. Befehl ist Befehl. Wer weiß, was das Schicksal mit dir vorhat. Was es mit mir vorhat, das kann man ja denken. Darum, Rainer, könntest du mir einen Gefallen tun. Aber jeden wollte. Vielleicht kommst du nach Wien. Geh schau nach meinem Peter. Dann gibst du ihm den Brief. Wird er sagt? Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Nicht sofort. Nur dann, wenn... Was machst du denn für Gedanken? Freilich kannst du dich auf mich verlassen. So, ich schau, dass du weiterkommst. Du kannst ja den Sanitätswagen nicht warten lassen. Heute bringen wir einen Slivovitz mit. Ja. Was ist denn das?
Warum klärt denn das so? Das ist die Front. Da klären immer die Fensterscheiben. Nein, gewöhnt sich. Sind aber noch 15 Kilometer. So nah sind wir an der Front? Oh, junge Frau, kann ruhig spazieren gehen. Bis so lange schießen Sie nicht. Also wenn der Herr kommt, sagen Sie ihm doch, er möchte auf mich warten, ja? Bitte lese ich Sie, Frau. Wollen Sie noch was? Ja, noch eine Frage, junge Frau, wenn Sie erlauben. Sie haben sich doch mit Ihrem richtigen Namen eingetragen, ne? Natürlich, warum? Weil es war einer da gestern vom Bahnhofskommando. Der hat die Nummer aufgeschrieben vom Wagen. So, wird er den noch machen? Nun, es wird sein. Eine neue Schikane wird sein. Ich sage Ihnen, man hat was durchzumachen. Kontrollen, Haussuchungen, Zwangseinquartierungen, verstehen Sie? Und darum möchte ich doch fragen, wann belieben wir Frau zurück zu sein? Für alle Fälle. Ich gehe gar nicht fort. Ich bleibe lieber da. Es wird ja nicht so lang dauern. Verlassen Sie sich auf mich und meine Diskretion. Mittagessen? Ja? Ja. Schaust halt, dass du zu einer Verpflegstation kommst? Ja, wenn ich aber keine Verpflegstation finde, dann frisst du einen Zettel. Gibt's denn nicht einen Wagen, der in Richtung Front fährt? Ein Wagen wird schwer sein, aber ich will mal schauen, gell? Ein Wagen muss her. Ich bin ein alter Infanterist. Ich gehe doch nicht zu Fuß. Ja, mein lieber Leutnant, das ist ein ganz klarer Befehl. Ich kann mir allerdings nichts darunter vorstellen. Aber da steht doch ganz deutlich, melden Habsburger Hof. Und der Hotel Habsburger Hof haben wir. Gleich quer über den Platz weg, halb rechts. Ich kann das gar nicht verteilen. Ist der Feuer? Bisschen Erzugsführer. Ja, wer ist denn das? Von der Schober! Melde ich uns aufs Verurlaub zurück, Herr Leutnant. Bleiben Sie sitzen. Das trifft mich ja großartig. Wissen Sie was, Schober? Warten Sie, wir fahren ja gleich miteinander an die Front zurück. Hab ich noch was zu erledigen? Wie viel, Herr Leutnant? Sie werden einen ehrlichen alten Mann nicht unglücklich machen wollen. Ich schwöre es Ihnen zu, es wohnt hier keine Dame. So, das haben wir ja leicht feststellen. Lassen wir die Wanzenrute auch mal aufräumen. Herr Offizier, man ist doch Kavalier. Vielleicht sind Sie der Herr. Wenn Sie der Herr sind, könnte sein, die Dame ist oben. Was, Andrea? Was das soll? Ich habe es dem Herrn gegeben, der nach der Dame gefragt hat. Sind Sie nicht Leutnant? Vielleicht sind Sie der Herr Rainer. Achter Leutnant Rainer. Was machen Sie denn hier? Stehen Sie an der Front? Kaiser Jort, ich habe einen... Was haben Sie? Möchten Sie bitte eine Erklärung für Ihre Anwesenheit in der Etappe geben? Also ich meine Gehorsam, ich bin abkommandiert worden. Darf ich bitten, Herr Leutnant? Von der Front zu drücken. Wollen wir kein Resort, erkläre ich das bestimmt. Ich bin der Meinung, Herr Leutnant, ist an Ihnen zu erklären, wie das Telegramm zustande gekommen ist. Ich habe das Telegramm an der Front erhalten, der Divisionär hat es persönlich übergeben. Das interessiert mich nicht. Ich habe Sie gefragt, wie das Telegramm zustande gekommen ist. Soll diese Frage seine Anspielung, kaiserliche Hoheit? Anspielungen habe ich nicht nötig. Ich drücke mich klar genug aus. Ich gebe mich wohl nicht über dich annehmen, dass Sie das Telegramm selbst veranlasst haben. Kaiserliche Hoheit, ich erkläre Ihnen, dass ich hier nachträglich zusammenhänge. Sie haben das Telegramm veranlasst, um aus Gründen, die ich hier nicht näher erörtern will, von der Front wegzukommen. Wissen Sie, was das ist? Kaiserliche Hoheit, ich verbitte Ihnen das. Was das ist? Fahnenflucht. Sie wussten genau, was an der Front los ist. Ihr kostbares Leben wollten Sie retten. Ein Deserteur sind Sie. Kaiserliche Hoheit, ich bin österreichischer Offizier wie Sie. Sie wissen, dass ich an solche Beschuldigungen nicht hinnehme. Was fällt Ihnen ein, Herr Leutnant? Ich bin Herr Herzog. Du bist jetzt ein faules Gehirn, Herr Schneider. Leider haben Sie mir die Zunge gebunden, sonst würde ich die ganze Welt hinausschreien, welche Clique Österreich verrät. Herr Leutnant, seid ihr los? Gut, dass Sie kommen, meine Herren. Ich gebe Ihnen den winzigen Befehl. Erlauben. Ich gebe Ihnen den dienstlichen Befehl, sich sofort in die Front zu begeben. Zu viel, kaiserliche Hoheit. Alles Weitere werden Sie von mir hören. Ich warte darauf. Bei einem peinlichen Zwischenfall, Herr Bleider, feststellen müssen, dass Lautner einen Versuch zur Fangenflucht gemacht hat. Entschuldigen Sie mich. Für diesen Vorfall habe ich die Prinzessin schon so lange warten lassen. Vielleicht besorgen Sie inzwischen eine kleine Erfrischung. Ja, bitte. Kaiserliche Hoheit, Sie
kommen Sie mit, Unteroffizier, die Front hat Verstärkung bekommen. Leutnant, wir schlagen uns hier durch zur Front. Ja, also gestatten Sie Ihre Darstellung des Falles bezweifeln. Sie behaupten, Sie hätten das Telegramm abgeschickt. Ja. Sie lieben also diesen Geiger. Und wenn es so ist? Es muss ja wohl so sein, dass Sie diesen Herrn so in Schutz nehmen. Das ist gleichgültig. Angenommen, Sie haben das Telegramm weggeschickt. Da haben Sie es aber auf Veranlassung dieses Rainer getan. Nein! Ich erkläre Ihnen noch einmal, dass Leutnant Rainer keine Ahnung von dem Vorfall hat. Ich habe das Telegramm ohne sein Wissen abgeschickt. Die Instanzen, die sich mit der Angelegenheit zu befassen haben, werden, fürchte ich, Ihrer Darstellung wenig glauben schenken. Das genügt dann schon. Wie geht's denn jetzt mit Ihrem Kaffee aus da drüben? Seid zufrieden mit dem Geschäft? Oh ja, sehr. Wir haben ja alle nach dem Krieg von vorne anfangen müssen. Sie wissen ja, wie es geht. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Die Rechnung fallen, die schicken es mir dann rüber, gell? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nochmal den Gesang. Herr Sandberger, wenn Sie nur jetzt gehen. Ja, richtig, die Verabredung. Ja. Die habe ich ganz vergessen, ja. Entschuldigung. Muss nämlich ins Firmenbuch. Da haben Sie nur ein paar Schritte hinüber, ne? Ja, ja. Also passt auf, Kinder. Noch einmal. Eins, zwei. Verstehen, wo das Mädel bleibt. Vielleicht ist doch nicht richtig, wenn mich die Prinzessin hier so unvorbereitet in ihrer Gesellschaft trifft. Wären Sie nur nicht nervös? Naja, wir haben uns seit der merkwürdigen Unterredung damals nicht mehr gesehen. Gerade deshalb. Einmal muss doch diese Geschichte ins Reine kommen. Hat ein Badenstein schon da? Ja, bitte, die Herrschaften sitzen ganz hin. Nicht vergessen, Becky. Sechs Fahrzimmer muss halt wieder weg. Schon schön, Mutter. Bitte schön, durchschlafen. Prinzessin. Ich sehe Sie einen an, Sie haben mich hier nicht erwartet, aber Ihre Frau Tante war so liebenswürdig, mich aufzufordern. Bitte. Bitte, Anton, komm, Frau, Liebeskind. Komm, setz dich. Früher hättest du mich nicht warten lassen. Früher habe ich auch keinen Beruf gehabt, der mich entschuldigt hätte. Frei sind dieses Kostüm so einfach, nicht wahr? Aber ich hätte einen ausgezeichnet. Ja, es ist nichts Besonderes. Aber ich bin stolz drauf. Ich habe es von meinem ersten selbstverdienten Geld bezahlt. Merkwürdiger Ehrgeiz. Ja, liebes Kind, ich habe kaiserliche Hoheit hierher gebeten, zu mir kommst du ja nicht mehr, um gewisse Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Ja, liebe Tante, viel Zeit habe ich nicht. Ich werde also dankbar, wenn du dich kurz fassen müsst. Ja, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass man eine Aussprache im Telegrammstil erledigen kann. Warum denn nicht? Zum Beispiel, was wir miteinander zu sprechen hätten, wäre in zwei Minuten zurück. Danke, das war Tag. Henriette. Nein, das ist der neue Gesprächston. Na, schade, dass er mir nicht liegt. Ich glaube, Sie sprechen sich doch lieber zuerst und wieder nicht mehr allein aus. Ja, das glaube ich auch. Schade. Ich hatte mir von diesem Nachmittag einiges versprochen, aber...
Ich war jedenfalls beglückt, sie wieder einmal zu sehen. Also wie kannst du mich in eine solche Situation bringen? Ich habe die Situation nicht herbeigeführt. Na geh. Weiß auch, was dahinter steckt. Na, Rainer ist wieder aufgetaucht. Wie kommst du denn darauf? Ich habe Rainer der damals nicht mehr gesehen und habe keine Ahnung, wo er ist. Und selbst wenn er auftauchen sollte, ich würde alles tun, um ihm nicht zu begegnen. Haben der Urlaub auch nichts Besseres, lieber Bender? Man muss ja froh sein, wenn man sowas hat. Ich betrachte es nur als Übergang. Naja. Ach, was ich schon immer fragen wollte, lieber Bender, ist denn jemals wieder dieser Leutnant Rainer untergekommen? Ich bedauere, kaiserlicher Herr. Naja, solche Leute reden auf dem Leib heute. Ist auch meine Ansicht. Ich fühle mich immer noch als Offizier. Ausgezeichnet, lieber Bender, das sind Grundsätze. Also. Bitte schön. Auf dabei. Jetzt haben wir schon ein halbes Jahr Frieden und die kommen jetzt erst an, was der gefangen ist. Zum Roten Kreuz geht's dann aus. Dankeschön. Ach, Anna, es ist Zeit, dass du schon da bist. Wir können dich rein, nimm ganz leck ab. Der Tee ist gerade fertig. Kannst du das aushessen mit dem Radau von nebenan? Wieso? Das ist doch ganz befehl. Ich höre es ja gar nicht mehr. Schließlich wohne ich ja schon länger hier in der Pension. Rum oder Zitronen, danke. Ich habe einen Rainer gesehen. Puh, er liegt in meinem Spital. Aber er hat bis jetzt keine Gefangenschaft. Ist er verwundet? Ja, Armschuss in der Gefangenschaft vernachlässigt. Aber er ist schon operiert. Ich glaube sicher, der Arm ist wieder in Ordnung. Wirst du ihn nicht sehen? Ich kann nicht. Warum denn nicht? Ich schäme mich vor ihm. Wenn er erfährt, dass ich das Telegramm geschickt habe, bin zu feig. Ich habe ja lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken und ich weiß jetzt genau, dass ich das nie hätte tun dürfen. Was wäre denn geschehen, wenn jede Frau ihren Mann oder jedes Mädel den Geliebten auf diese Weise von der Front zurückholt hätte? Naja, aber schau, das ist schon so lang vorbei. Er wird dich doch verstehen. Nein, das ist noch nicht vorbei. Ich weiß genau, dass ich da noch was gut zu machen habe. Und ich werde es auch gut machen. Aber ich habe so Angst davor. Kannst du es verstehen? Bist nicht glücklich, dass er da ist? Doch, sehr glücklich, dass er lebt. Aber ich habe jetzt einfach die Kraft nicht, ihn wieder zu sehen. Das ärgere ich gar nicht, was Sie noch bei uns wollen, Herr Rainer. Da kann ich ja gehen. Nein. Ein paar Tage werden Sie wohl noch bei uns bleiben müssen. Hat es wehgetan? Nein. Sie haben Glück gehabt. Gefangene so zu behandeln, ist doch eine Schweinerei. Der Arm hätte ja auch drauf gehen können. Na, Peter? Ich muss noch warten, der Arzt ist noch drinnen. Na, macht nichts. Wir haben ja auch lange genug warten müssen, bis wir dich aufgetrieben haben. Aber jetzt gehe ich mal rein und werfe den Doktor raus. Was Besonderes, Herr Doktor? Nein, Oberschwester, alles in Ordnung. Na also, Herr Rainer. Alles in Ordnung. Ja, der Herr Doktor hat mir gerade klar gemacht, dass ich den linken Arm gar nicht mehr brauche. Dirigieren kann ich mit dem rechten und Geige spielen, womit denn? Eine Geige ist mir sowieso im Laufe der Ereignisse verloren gegangen. Und wenn ich nun zufällig wüsste, wo Ihre Geige ist? Sie? Ja, Ihre Geige befindet sich bei meiner Freundin, der Prinzessin Henriette von Pappenstein. Was? Sie kennen die Prinzessin? Natürlich. Ach ja, ich erinnere mich. Könnten Sie mir nicht vermitteln, dass ich die Prinzessin einmal sprechen kann? Schreiben Sie doch ein paar Zeilen. Ich kann Sie vermitteln und Ihnen dann die Geige zustellen. Danke, Schwester. Aber mit der Geige, da warten wir vielleicht doch noch. Ich habe noch gar keine Wohnung. Wenn Sie keine besonderen Ansprüche stellen, eine Etage über mir wohnt ein Militärauditor, das gerade jetzt sein Zimmer freigebracht. Darf ich jetzt vielleicht reinkommen? Ja, also, da bist du ja endlich. Peter Lechner, Zögling des Militärwesenhauses 3, zur Stelle. Grüß dich, Peter. Da setz dich her. Du schaust ja großartig aus. Wie fällt's dir denn da? Wunderbar. Alles militärisch. Ich will doch Offizier werden wie Vater. Ja, ja. Wie Vater. Ja. Du bist ja jetzt ein junger Mann geworden, Peter. Ich hab dir was zu übergeben. Diesen Brief hat mir dein Vater für dich gegeben. Ich habe ihn die ganze Zeit mit mir herumgetragen.
so, und jetzt lasse ich dich allein. Gell, Peter, du weißt, ich bin jetzt genauso für dich da, wie für deinen Vater. Du musst dich ein bisschen umschauen, Herr Auditor. Ich kann es nicht leisten, eine lange Zeit spazieren zu gehen. Ja, schauen Sie nur um. Verflucht viel Kampf haben Sie da im Schrank. Gegen die Motten. So. Die letzte Mausefalle. Schon die letzte? So, zwei habe ich schon aufgestellt und mehr habe ich nicht. Das Ungeziefer nimmt in einer Weise überhand. Genau wie bei den Menschen. Man muss aufpassen, sonst wird man aufgefressen. Da hängt ja noch immer meine Uniform. Na, was ist? Den Geldkasten soll ich mich an Rainer abgeben. Herr Rainer, das ist für Sie abgegeben worden. Abgegeben? An wen denn? Das weiß ich nicht. Ein Dienstmann war da. Aufgerichtet hat er nichts. Meine Geige. Sie spielen Geige, ich spiele Cello. Da könnten wir ja vielleicht einmal zusammen musizieren. Hm? Da sind meine Notizen gelegen. Wo haben Sie die wieder hingetan? In die Schreibtischschublade, Herr Auditor. Schreibtischschublade. Na also. Ja, ich bitte in Zukunft meinen Schreibtisch unberührt zu lassen. Es hat nämlich alles genau seinen Platz. Sie können ja nicht wissen, um was es sich handelt. Der Rock hänge ich jetzt hier. Nein, der Rock bleibt da, bin's her. Das recht. Also mein lieber Sonnberger, ich muss doch irgendwo unterkommen. Sie sind ein Kindskopf. Du musst es denn gleich die Staatsoper sein. Es gibt doch gewisse Realitäten. Sie müssen wieder von vorne anfangen. Was heißt von vorne? Na ja, regen Sie nicht auf. Ich will ja sehen, was ich machen muss. Zum Beispiel könnten Sie ja mal bei uns Probe dirigieren. Bitte sehr. Dankeschön. Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Das ist möglich. Wir haben uns doch im Feld gesehen. So, ich war der Namensoffizier. Ach ja. Jetzt erinnere ich mich. Natürlich, mein Name ist Rainer. Der Leutnant Rainer. Ganz richtig. Haben Sie auch einen Wunsch, Herr Sollenberger? Ja, danke, danke. Merkwürdiges Benehmen. Sie, Bender? Na, lachen lassen Sie. Das ist vielleicht peinlich. Früher Offizier und jetzt als Kellnerpeter. Ja, hat sich eben manches sehr geändert. Ja, ja. Also, wenn das so ist, kann ich schließlich ja auch wieder von vorn anfangen. Na, also, jetzt rede ich schon wieder wie ein Mensch. Nur noch mal überlegen, wie wir das arrangieren. Sie, Bender, was haben Sie denn, Herr Rainer? Wir kennen uns richtig. Ich kenne ihn auch. Ein ganz schneidiger Offizier war das da. So? So, dann. Ich bin drei Jahre beschäftigt. Ach, der Herr von Rainer. Entschuldigen Sie. Na, da wissen Sie ja Bescheid. Was ist denn los, Frau Backenstein? Warum hören Sie denn auf? Kommen Sie, wir müssen weitermachen, los. Ach ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Drei, vier.
Herren, es war schon ganz gut, aber es muss noch besser werden. Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, hier ist nämlich ein Probedirigieren. Gehen Sie so lange auf im Ballettsaal, ich lasse euch dann runterholen. Herein. Guten Tag. Durchlaucht, dass ich Sie hier treffe. Ja, ich bin auch nicht darauf vorbereitet. Was machen Sie denn hier? Ich bin hier angestellt. Da hat mein Klavierspiel doch noch einen praktischen Wert gehabt. Oh, Entschuldigung. Morten, was machen Sie hier? Ich dirigiere hier eine Probe. Auf Engagement? Ja, hoffentlich. Ja, ist doch ganz schön, Sissi. Ich muss Ihnen übrigens noch danken, Sie haben mir meine Geige zustellen lassen. Ah ja, richtig. Das heißt, Schwester Erna hat das übernommen. So, ich habe leider noch zu arbeiten. Also alles Gute für die Probe. Ich bin wirklich sehr freut. Mein Gott, Prinzessin, was ist denn? Was haben Sie denn? Nichts. Wirklich nicht. Ich habe wirklich viel gearbeitet in letzter Zeit. Bin ein bisschen übermüdet. Aber Henriette. Das ist ja gar nicht wahr. Ich habe mich so gefreut, Sie wiederzusehen. Weil ich einfach ohne dich nicht mehr leben kann. Henriette. Wie können Sie mich in diese Lage bringen, Herr Sonnenberg? Eine Anstellung dieses Herrn kann doch gar nicht in Frage kommen. Wozu denn Probe dirigieren? Herr Hofer, das kann ich doch nicht wissen. Früher war ja auch... Ach, Sie wissen über die Zusammenhänge gar nicht Bescheid. Warum bist du denn nicht schon früher gekommen? Ich konnte ja nicht wissen, wo du bist. Hast du mich denn gesucht? Ja, natürlich, überall. Und ich hab dich gar nie mehr wiedersehen wollen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, es war doch damals... Es war so viel damals. Du weißt gar nicht, was ich durchgemacht habe. Wir wollen alles vergessen. Kann man denn das? Natürlich. Könntest du alles vergessen? Natürlich, wir müssen. Und dann fangen wir beide ganz neu an, nicht? Ist doch ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach. Vielleicht. Gut, ja, dein Arm. Wie geht's denn mit deinem Arm? Ach, der ist schon wieder ganz gut. Schau her. Du musst jetzt gehen. Aber jetzt doch nicht. Natürlich. Komm mal mit. Jetzt unten, halt den Daumen. Ich komme auf der Probe wieder her, ja? Ja. Ja. Herr Kapellmeister, ich schubse schon die ganze Zeit. Der Hofrat möchte sprechen. Aber jetzt, Prinz, hat er Zeit bis nachher. Nein, der Hofrat besteht darauf, dass Sie vor der Probe dirigiert zu ihm kommen. So, bitteschön. Bitte. Herr Hofrat? Mich zu sprechen. Grüß Gott, Sonnberger. Ja, grüß Gott, grüß Gott. Bitte schön. Herr Rainer, ich habe Sie zu mir bitten lassen, weil ich Ihr Probedirigieren nicht für, aber bitte schön, nehmen Sie doch Platz, nicht für opportun halte. Wie soll ich das verstehen, Herr Hofer? Sie sind doch identisch mit dem Leutnant der Reserve, Rainer. Alles. Brauchen Sie bitte? Dankeschön. Hat das was mit dem Probedirigieren zu tun? Mehr als Sie denken. Ich bin Mitglied der Offiziersvereinigung, die sich, wie Sie ja vielleicht wissen, sich hier vorläufig mehr im Geheimen gebildet hat, um die Tradition des Offizierkorps aufrechtzuerhalten. Wir legen gerade wegen der Verwirrung der Zeit im Offizierkorps besonderen Wert auf Wahrung strenger Ehrbegriffe. Wie soll ich das verstehen, Herr Hofrat? Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Wir sind immerhin ein Staatsbetrieb. Wollen Sie bitte genau erklären, was man mir vorwirft? Tja, es ist mir peinlich, es auszusprechen, aber wenn Sie darauf bestehen... Es geht das Gerücht, dass gegen Sie zumindest der Verdacht der unerlaubten Entfernung von der Front besteht. Und das bis zur Klärung dieses Falls? Danke, Herr Hofrat. Verlassen Sie sich drauf. Dieser Fall wird geklärt. Ich versichere Ihnen nur, dass ich keine Ahnung von dieser gemeinen Ehrabschneidung habe. Denn nur darum handelt es sich. Umso besser, umso besser. Dann würde ich Ihnen nur empfehlen, sich baldmöglichst mit dem Vorsitzenden unseres Ehrenrats in Verbindung zu setzen. Sie finden den Herrn Oberst fast täglich im Café Dirmoser. Dort ist auch unser Versammlungslokal. Bis dahin bitte ich Sie, auf das Probedirigieren zu verzichten. Bitte. Nein, Herr Hofrat, Sie irren sich. Ich verzichte keineswegs auf das Probedirigieren. Das sehe ich aus, als fühlte ich mich schuldig. Ich dirigiere, das steht fest. Noch etwas? Stille am Heim.
Also bitte, Herr Rainer. Ich bin nervös. Bitte nochmal, meine Herren. Klar, dass mir das nicht schon früher eingefallen ist. Ich war unbequem, ich wusste zu viel. Was macht man da? Man schickt mir ein Telegramm und behauptet dann, ich selber habe mir dieses Telegramm schicken. Nein! Dieses Verlautung hat noch weiter verbreitet. Von wem glaubst du? Von wem? Das kann ich mir denken. Entschuldigung. Dann bleib doch! Ich hab das Telegramm geschickt. Wer? Das ist ja eine Überraschung, ich lasse bitten. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, Prinzessin. Ich komme nicht meinetwegen. Das wäre auch vermessen von mir gewesen, das anzunehmen, bitte. Wollen Sie nicht ablegen? Ich bin gekommen, Sie zu bitten, eine selbstverständliche Pflicht zu erfüllen. Gerne, aber wollen Sie sich wenigstens Platz nehmen? Damit werden Sie sich doch nichts vergeben, oder? Dankeschön. Es handelt sich um den Leutnant Rainer. Interessant, Prinzessin. Dieser Herr hat uns ja schon mal beschäftigt. Also? Eine einzige Erklärung von Ihnen genügt und die Ehre dieses Mannes ist wiederhergestellt. Zweifellos, zweifellos. Aber wenn ich nun daran gar kein Interesse hätte, Prinzessin. Die Existenz eines Menschen? Schämen Sie sich denn nicht? Herr Merkel, wie können Sie überhaupt einen solchen Menschen so einsetzen? Wie stellen Sie denn Ihre Zukunft vor? Also bitte machen Sie sich über meine Zukunft keine Sorgen. Existenz? Wer ist denn dieser Herr Rainer? Wollen Sie als Prinzessin von Wattenstein bis zu dieser Existenz heruntersteigen? Gut. Wenn Sie die Anschuldigung gegen Herrn Rainer nicht zurücknehmen, dann stelle ich mich selbst dem Ehrenrat der Offiziere zur Verfügung und sage rückhaltlos die Wahrheit, dass ich allein das Telegramm abgeschickt habe. Das werden Sie nicht tun, Prinzessin. Das werde ich tun. Sie werden sich nicht bloßstellen. Sie werden sich in den Rücken fallen. Ich erwarte Ihre Antwort, sonst gar nicht. Bitte.
Sie sollen Ihren Willen haben, aber unter einer Bedingung. Ich habe aus meinen Gefühlen Ihnen gegenüber nie einen Hehl gemacht. Bitte, wenn ja, ich melde. Ich bin angemeldet, das ist ja dringend. Aber es ist doch Besuch da. Nee, dann kommen Sie mit mir, werden Sie meine Frau. Wer weiß noch heute Nacht? Ach, glauben Sie mir, Sie werden es nicht bereuen. Ihr ganzes Leben liegt doch vor Ihnen. Wir gehören doch zusammen. Henriette, kommen Sie doch. Henriette, kommen Sie mit mir. Sie haben mich jetzt sofort gelogen. Nein, ich denke nicht daran. Überlegen Sie noch. Ich will doch nur Ihr Bestes. Kommen Sie mit mir. Ich will nicht. Verstehen Sie mich doch. Ich will nicht. Erinnern Sie sich, Herr Leutnant? Ich habe nicht geglaubt, dass Sie da lebendig durchkommen. Leider. Hat euch nicht gelohnt. Nein. Ich zurücklaufen bin, ist dicht neben mir Granaten reingeschlafen. Ich werde Sie heute noch kommen. Großartig, also Herr. Erlauben wir, Herr Auditor. Ja, trinken Sie nur, trinken Sie. Herr Rainer wird schon kommen. Oh. Und sollen wir gleich die Granatsplitter auch dazu? Entschuldigen Sie. Heute kann alles hin sein. Sie müssen nämlich wissen, schon, heute hat mir die Bande geschrieben, Pensionsanspruch verweigert. Ich krieg keinen Heller mehr. Infanterie-Sur meldet sich gehorsamst zur Stelle. Wiedersehen unter Kameraden. Kommen Sie, Herr Leutnant, wir feiern gerade. Der Herr Audit hat einen großartigen Slivovitz. Das Einzige, was uns noch übrig geblieben ist. Auf Ihr Wohl, Schober, und auf die alten Kameraden. Auf die alten Kameraden. Wir haben Glück gehabt, Herr Leutnant. Sie waren obkommandiert und ich kam aus dem Urlaub zurück. Ob das ein Glück war, Schober? Wir leben durch, Herr Leutnant. Aber die anderen, nicht mehr viel übrig geblieben damals. Alle Offiziere gefallen. Alle? Alle. Nichts für ungut, Herr Leutnant. Ich wollte nicht sterben, ich komme später einmal wieder. Unterschwemmen. Übrigens, mein Lieber, Sie kommen mir wie gerufen. Das müssen Sie hören. Meine letzte Eingabe. Man verlangt von mir eine eidesstattliche Versicherung, dass ich diese Republik anerkenne. Ich erwidere darauf. Eine solche Erklärung gebe ich nicht ab, denn sie hat mit der Berechtigung meiner Versorgungsansprüche nichts zu tun. Versorgt sollen Sie werden. Denen habe ich es gegeben. Mir haben Sie es auch gegeben. Und dabei hat man doch immerhin 4 Jahre lang... 4 Jahre, was Sie nicht sagen. 25 Jahre habe ich der K&K österreichisch-ungarischen Monarchie treu gedient. Und jetzt will man mir mein Recht stehlen. Pass es auf. Und wenn man das tut, so nimmt man aus dem Gebäude der sittlichen Weltordnung... Was? Sittliche Weltordnung? Wo leben Sie denn? Schauen Sie doch um sich. Nirgends mehr ein Gefühl für Treue und Glauben. Alle verraten uns. Und am schlimmsten sind die Weiber. Richtig. Und wenn man das tut, so nimmt man aus dem Gebäude der sittlichen Weltordnung einen Stein heraus. Es stürzt zusammen. Richtig. Es lohnt sich nicht zu leben. Wovon denn leben? Hier, den Wisch habe ich heute bekommen. Und so bedauern wir, Ihre Pensionsansprüche abschlägig bescheiden zu müssen. Das heißt, nimm einen Revolver und schieß dir eine Kugel vor den Kopf. Bitte. Wollen Sie sich nicht zuerst bedienen? Ja, und ich bin dazu zu feige. Ach, Sie sind ja so jung. Aber ich, was bleibt mir? Spazieren gehen im Prater, die Ringstraßen lang, die Pensionäderln aufschauen und der Sonne anscheinen lassen, wann sie scheint. Und dann wieder da sitzen, da herin in den 4 Wänden. Ein bisschen musizieren.
musizieren? Ja. Wenn sie einen den Arm nicht zerschossen hätten. Schon, was ist denn? Der Peter ist durchs Fenster gesprungen. Um Gottes Willen. Los mit Peter. Es ist nicht so schlimm. Ich soll ihn nur benachrichtigen. Ich glaube, es ist irgendetwas mit dem Bein. Entschuldige, Onkel Franz. Peter? Warum hast du denn das gemacht? Einsperren wollten sie mich. Und ich wollte doch zu dir. Eingesperrt? Warum denn? Ich habe den Laschinski verhauen. Der hat gesagt, sein Onkel habe von dem Herrn von Benner erfahren, du wärst im Krieg ein... Ein... Ein was? Aber das kann doch nicht wahr sein. Er hat gesagt, du wärst ein... Ein Drückeberger gewesen. Hast du das geglaubt, Peter? Und wenn's alle sagen, ich glaub's nicht. Siehst du, und das soll auch keiner von mir glauben. Dafür werde ich sorgen. Unteroffizier Dirmoser, ich danke Ihnen für Ihre Aussage. Sie ist an sich erfreulich. Sie beweist indessen nur, dass der Leutnant Rainer wieder zur Front zurück wollte. Gegenstand der Untersuchung ist aber, wieso der Leutnant dazu kam, die Front überhaupt zu verlassen. Auf einen Befehl hin, den der Herr Divisionär mir persönlich übergeben hat. Allerdings, auch darüber bestehen keine Zweifel. Zweifelhaft bleibt immer wieder nur die Herkunft des Telegramms. Warum wollen Sie darüber durchaus keine Angaben machen? Na, wir werden ja sehen. Ach, sagen Sie mal, irre ich mich oder hat nicht seine kaiserliche Hoheit persönliches Erscheinen hier zugesagt? Ja, natürlich, Herr Oberst. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ach, Herr Dirmoser, seien Sie doch so gut. Und rufen Sie bei seiner kaiserlichen Hoheit in der Wohnung an. Jawohl. Also, meine Herren. Du willst also wirklich dahin gehen? Soll ich dich nicht wenigstens begleiten? Nein, danke schön. Es wird ja alles ganz schnell gehen. Ich muss halt sagen, was ich getan habe. Und seine Ehre wird dann endlich wiederhergestellt sein. Ja, aber deswegen kann doch alles noch gut werden. Ich weiß genau, wer darauf reagieren wird. Wird die Haken zusammenschlagen, sich verbeugen, wird sagen, Durchlauf, mitgehen. Ich verstehe das nicht, er liebt dich doch. Ja, aber als Soldat kann er nie drüber hinwegkommen. Das ist mir ganz klar. Und seit ich das weiß, bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ich muss halt das Glück wiederhergeben, was ich mir damals nehmen wollen. Naja, so ist das eben. Und was wirst du dann machen? Hm, das wird sich schon irgendwie ergeben. Wohl auch, ich bin hier noch bei der Oper. Wie wär's denn, wenn du zu uns gehst? Da ist doch eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Pflegen, lindern, heilen. Ja, vielleicht. Hallo, bitte, ja. Café Dirmoser, Ehrenrat. Hallo? Bedauere, kaiserliche Hoheit ist nicht zu Hause. Ach, kaiserliche Hoheit ist wohl schon auf dem Weg. Ja, der Oberst erwartet seine kaiserliche Hoheit hier beim Ehrenrat. Kann leider keine Auskunft geben. Das verstehe ich nicht. Ja, meine Herren, ich würde unter Umständen die Verhandlung vertagen müssen, da ich ohne die Zeugenaussage seiner kaiserlichen Hoheit zu keiner Entscheidung kommen kann. Die Informationen über Ihr Verhalten, Herr Leutnant Rainer, stammen nämlich vom Erzherzog persönlich. Ach, haben Sie seine kaiserliche Hoheit erreicht? Nein, er ist nicht zu Hause. Ich verstehe das Ganze nicht. Vielleicht auf dem Weg, aber da ist eine Dame, die bittet, vernommen zu werden. Bitte sehr. Frisch erlaucht. Ja, was führt Sie denn zu uns? Ich habe eine Aussage zu machen. Der Fall ist Ihnen bekannt. Ja. Ach, bitte wollen Sie doch Platz nehmen, Durchlaucht. Herr Dirmoser, bitte rufen Sie doch noch einmal an. Jawohl, Herr Oberst.
Also, ich weiß, dass der Leutnant Rainer beschuldigt wird, ein Telegramm veranlasst zu haben, durch das er von der Front abkommandiert wurde. Allerdings, wir haben jedenfalls Grund zu der Annahme, dass der Leutnant Rainer die Herkunft dieses Telegrammes genau kennt. Vermutlich durch die Angaben des Herrn Herzogs. Naja, also leider sind die Aussagen des Herrn Leutnant ziemlich unklar. Vermutlich wegen eines gegebenen Ehrenwortes. Ich weiß von diesem Ehrenwort. Ich war nämlich seinerzeit dabei. Und damit hängt es auch zusammen, dass der Erzherzog allen Grund hat, die Ehre des Leutnant Rainer als fragwürdig hinzustellen. Und warum? Der Leutnant war damals während des Krieges unfreiwilliger Zeuge von geheimen Verhandlungen, die auf einen raschen Waffenstillstand hinzielten. Und als der Herzog das bemerkte, nahm er dem Leutnant das Ehrenwort ab, über alles, was er gehört hat, absolute Stillschweigen zu bewahren. Ich habe kein Ehrenwort gegeben, ich darf also sprechen. Verzeihen Sie, Prinzessin, das ist doch geradezu ungeheuerlich. Ja, aber was Sie da aussagen, das ist ja geradezu unverständlich, wenn ich Sie recht verstehe. So scheinen Sie damit anzudeuten, seine kaiserliche Hoheit könnte das fragliche Telegramm am Ende selbst abgesandt haben. Nein, das nicht. Ja, wer denn sonst? Ich. Nein. Ja, ich habe das Telegramm geschickt. Sie? Prinzessin, wie soll ich das verstehen? Ach Gott, ich habe doch gewusst, dass ein Regiment verloren war. Und der Krieg konnte nicht mehr lange dauern. Ich wollte ihn eben retten. Deshalb habe ich es getan. So. Ich habe auch dem Erzherzog davon Mitteilung gemacht. Dass er trotzdem das Gerücht weiter verbreitet hat, dafür kann ich nicht. Das wäre allerdings nicht mehr der Fall des Leutnant Rainer. Das wäre der Fall dieses... Naja. Nun, Herr Moser. Herr Oberst, ich habe den Kammerdiener gesprochen. Seine kaiserliche Hoheit ist abgereist. In die Schweiz. Abgereist? Ja, hat er denn nichts hinterlassen? Nein, Herr Oberst, ich habe eigens gefragt. Meine Herren, damit ist unsere Verhandlung beendet. Ich danke sehr. Danke sehr. Herr Leutnant, als ein erfreuliches Ergebnis dieser Verhandlung darf ich feststellen, dass alle gegen Sie erhobenen Beschuldigungen sich als völlig haltlos erwiesen haben. Ich freue mich darüber ganz besonders und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Ich danke Ihnen schon, Herr Oberst. Gratuliere, Herr Leutnant. Dankeschön. Gratuliere. Durchlauf. Auch meinen Glückwunsch, Herr Leutnant. Durchlauf. Sie werden das schon arrangieren.